Manchmal ist die liebevollste Antwort auf die Tränen eines anderen Stille. Wenn wir einen anderen Menschen weinen sehen, dann rennen wir oft los, um ihn oder sie zu retten. Aus unserer eigenen Hilflosigkeit heraus bieten wir Sätze an, die wenig hilfreich sind. Es wird schon wieder. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ich bin bei dir. Selten begegnen wir dem Schmerz eines anderen in der heiligen Stille. Vielleicht, weil die Stille uns unheimlich ist. Wenn wir nicht gelernt haben, unseren eigenen Schmerz zu begegnen, können wir schwer den der anderen ertragen. Deswegen füllen wir die Stille mit Worten. Der Archetyp des Empathen erinnert uns daran, dass es nicht selbstbezogen ist, zu lernen, mit unserem eigenen Schmerz zu sein. Nur wenn wir selbst den Weg der Heilung kennen, können wir andere auf ihrem Weg begleiten, ohne an ihrem Schmerz zu zerbrechen.